take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad-Building-Challenge, es ist das Premier League Team of the Season. Heute an diesem Freitag, wo ich das Video hier aufnehme, rausgekommen. Ich weiß nicht ganz genau, wann dieses Video online geht. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, das Premier League Team of the Season sieht richtig, richtig geil aus. Und genau deshalb sind wir jetzt gerade live bei Twitch und öffnen die Packs der Community. Unter anderem das hier von The Real Beast. Ja, der war schon öfter mit am Start. Wir machen ein kleines Famous Pack-Opening. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr eins tun, und zwar das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gehören wieder als Ziel raus. Zerstört den Like-Button allein für The Real Beast, dass er die Sets wieder vorbereitet hat. Und ja, wenn ihr das Ganze feiert mit den Pack-Openings, SBC-Content ist ja sowieso immer mit am Start. Und insofern zeigt Support, lasst gerne auf kostenfreier Basis ein Abo da. Und da startet auch schon direkt wieder rein mit dem Set Nummer 1. Es ist nur ein Gold-Pack. Wir fangen natürlich erstmal mit schlechten Packs an von The Real Beast. Ich bin gespannt, was bei rumkommt, ob wir den ein oder anderen Team of the Season Spieler ziehen können, wenn ja, welchen. Also was er auf jeden Fall gesagt hat, ist, dass hinten sich auf jeden Fall noch diese Booster Packs verstecken, aber er meint, dass es so auf jeden Fall über 40 Packs hier zusammenkommen. Insofern, ja, ist die Hoffnung natürlich groß, die Hoffnung da. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht predicted in Bezug auf den Team of the Season, falls einer am Start ist, welcher wird es genau. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr zum Premier League Team of the Season schon Pack-Luck hattet, ob ihr generell vielleicht sogar zum Team of the Season schon Pack-Luck hattet, habt ihr den Team of the Season Spieler ziehen können, außerhalb dieser garantierten Tots-Packs natürlich. Das würde mich natürlich auch extrem interessieren. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Jetzt ziehen wir Florenzi und Trippier, zwei Rechtsverteidiger, die auf jeden Fall gut für SBCs sind. Einer davon war UCL-Spieler. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, das sind ja jetzt erstmal, ja, wir fangen ruhig an, ne? Die in Anführungsstrichen schlechten Sets. Und ich gucke mal, ob ich das ganze Video auch nochmal dann zurechtschneide. Ich gehe mal davon aus, da die Sets natürlich zu viele sind. Aber ich kann euch eins sagen, legt euch zurück, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken und guckt entspannt dieses geile Pack-Opening. Ja, das kann ich euch empfehlen. Und insofern, ja, geht es natürlich direkt hier weiter. Es kann natürlich auch theoretisch sein, dass ich... Oh, da ist der erste Wander-Walkout. So jetzt aber. Mal, ja, leider nur eine Wand. Es wird Frankreich. Es wird rechter Flügel. Jo, 84er Dembélé, nice. Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vor allen Dingen, weil gerade die Barcelona in den Top-Team gefordert ist. Der bringt auf jeden Fall einiges an Coins, falls es... Ah, es ist eher ein Tradable. Könntest du also für Squad-Building-Challenges benutzen. So, 42 Packs haben wir noch. Und da bin ich doch mal gespannt, was wir noch ziehen können. Hier wieder auch keine Wand, kein Walkout. Das kann er natürlich wieder skippen, man kennt es. Also wie gesagt, der Rebeast ist ja schon länger mit am Start. Und hier hat gerade einer reingeschrieben, XPet hat geschrieben, dass er den 95er Arnold gezogen hat. Das ist natürlich ein fettes GG. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Und Metza hat sogar Richarlison und Alisson Tots beide aus dem Megapack gezogen. Beide jeweils aus dem Megapack. Eieiei, Jungs. Haben wir hier ähnliches Pack-Luck bei The Real Beast? Das ist die Frage. Also, auf jeden Fall kann ich euch eins sagen, falls hier im Twitch-Chat gerade noch welche am Start sind, ja, die gleich Sets hier auch über Twitch mit uns gemeinsam geöffnet haben wollen, ne, dann sagt Bescheid, schreibt schon mal rein in den Chat, dass ihr hier am Start seid. Hashtag Pack-Luck ist auch schon vertreten, sowohl bei YouTube hoffentlich, als auch hier im Twitch-Live-Chat. Also, steht einiges an und wie gesagt, es kann sogar sein, dass ich dann die jeweiligen Packs hier, auch nochmal ein separates Video quasi zu, keine Ahnung, wenn jetzt hier einer zum Beispiel 70 Upgrade-Packs hat, dass ich dann die 40 dazu packe und das Video insgesamt 110 Upgrade-Packs beinhaltet oder so und die halt zusammengeschnitten. Aber ihr habt ja gesehen, wie viele Sets wir jetzt hier auf jeden Fall auf dem Account hier öffnen. Pack-Luck war jetzt noch bis jetzt noch nicht so wirklich am Start, muss man mal ganz klar so zusammenfassen. Mkhitaryan und Maripan würde es jetzt, und Itzo als Untradable-Spieler. Also das geht definitiv noch besser, aber die Packs werden ja auch noch besser. Insofern, ja, nur ein Goldspieler-Pack, da ist jetzt zum Beispiel ein Seltener drin. Was soll man daraus erhoffen? Zum Beispiel ein Wanderer Walkout. Das wäre es halt jetzt gewesen, Jungs. Ne? Es ist Belgien, es ist LM. Und das ist der altbekannte Karas. Das wäre es ja jetzt gewesen. Ein Seltener drinnen und dann wird es einfach ein Team of the Season oder so. So, wieder ein kleines Set steht an. Mal gucken, ob die kleinen Sets gönnen. Jawohl, Team. Ja, Team of the Season. Ach, komm doch um die Ecke. Es wird nur eine Wand. Oh, Portugal. Es wird Innenverteidiger Pepe. Oh, das ist ärgerlich.
Der war ja im Community Team of the Season. Klar, er hat auch nicht so viele Coins gebracht, aber war er halt high-rated als 88er Team of the Season Spieler. Ja, jetzt siehst du ihn leider so. Das ist natürlich schade. Ja, aber die nächste Wand steht auf jeden Fall, oder? Stand an. Und jetzt haben wir nur noch 33 Packs. Boah, ein paar Mega-Packs. Ja, Jumbo, ihr habt das 100k-Set, seht ihr da. Also da sind einige Sets noch am Start. Und vor allen Dingen auch gute Sets, ja. Und insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt. The Real Beast, ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass das da was Ordentliches dabei ist, ne? Caceres, Cardana, Fährmann und immerhin jetzt hier Tradable-Spieler, die auf die Transferliste packen kann. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Komm schon, let's go, yay. Gönn doch, gönn einfach. Let's go. Ne. Nö, einfach nee. Ja, denkt sie, ey, nö, machen wir einfach nicht, denken sie sich. Balotelli reicht, ein Giroud auch, die typischen 82er, außerdem noch 82er Torreira. Und mehr braucht er ja nicht, der Real Beast. Da ist ein 100k-Set, komm schon, gönn dir. Jawohl, er macht's direkt auf, er macht's direkt auf. Let's go, ey, come on. Es wird ein Walkout immerhin, Jungs. Die Steigerung ist da. Spanien, ZM. Wenn das jetzt Thiago gewesen wäre, hätte sich vielleicht aufgeregt, ne? Parejo wird's. Parejo als 86er. Und Carvajal. Kein schlechtes Set. 86er und 85er nimmt man gerne mit. Das ist auch das ein Tradable Pack. Interessant auf jeden Fall. Und dann geht es jetzt gleich weiter mit den ganzen Megapacks. Da bin ich mal gespannt. Also eben hat er, wie gesagt, reingeschrieben, dass er aus den Megapacks zwei Totskarten gezogen hat. Insofern bin ich jetzt gespannt, was wir aus diesen Megapacks. Wir haben einige. 4 Stück. Was haben wir jetzt? Premium Elektronspieler Pack. 3 seltene. Komm schon. EA. Jawohl, Wanderer Walkout ist wieder da. Brasilien diesmal. Innenverteidiger, Miranda. Es wird. Wer ist es denn? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Felipe, genau. Mein Gott. Ich wusste auch irgendwas mit F. Felipe natürlich. Felipe als 84er. Tradable haben wir gesehen. Was haben wir noch für Packs? Interessant. Ich habe es auch noch nicht gesehen, was er für Packs am Start hat. Die Daumen drücken, Robin. So sieht's aus. Die Daumen drücken. Hier wieder keine Wand, auch kein Walkout. Was haben wir? Borja, Valero, Origi ist am Start. 22 Packs sind ready to go by the Real Beast. Komm schon! Gönn uns den Team of the Season. EA, gönn ihm dem Team of the Season. Let's go! Die Frage ist, ob das was werden kann hier. Die Frage ist echt, ob das hier was werden kann, Jungs. 82er und Maripan. Ab auf die Transferliste. Können wir eins von den Megapacks aufmachen? Ich würde ja sagen, das dritte Megapack. Da ist ein Team of the Season drin. Würde ich jetzt mal so vermuten. Würde ich mal versuchen. Drittes Megapack macht das tatsächlich auf. Das dritte macht das tatsächlich auf. Jetzt kommt mit Wanderer Walkout. Ah, es wird nur eine Wand. Ah, es wird Deutschland. Es wird ZM. Es wird Pio Monte Calcio und damit ist es Khedira als 83er. Ich habe jetzt schon auf Gündogan gehofft, der ist mal 84er. Piraus nach dem Start aus der Serie A. 3000 Münzen. Ey Jungs, immerhin. Ja, aus dem dritten Megapack 3000 Münzen. Ich habe es fast gewusst. Ist auch fast der Team of the Season. Ne? Seien wir mal ehrlich. So, um die 10 Packs haben wir ungefähr noch. 10 bis 15 Packs sind jetzt hier noch am Start. Kann EA in den letzten Sets gönnen? Das ist die Frage der Fragen. Und es wäre top, wenn wir ehrlich sind. Es wäre schön, es wäre gut, es wäre top. Und dann geht es weiter. Oh, seltenes Spielerpack, 83 plus. Mal gucken, ein reines Spielerpack. Ist da der Team of the Season drin? Es wird. Komm schon, bitte der Walkout. Jawohl, da ist der Walkout. Immerhin. Rakitic, Modric. Es wird Rakitic. Schade, kein Modric, wäre high gerated. Es wird 86 Rakitic, immerhin. Ja, 86er, Walkout aus dem Pack. Ich habe einen 83er gezogen auf dem Hauptaccount. Sag ich euch ganz ehrlich, ich habe einen 83er gezogen. Insofern, seid zufrieden mit dem 86er, seid zufrieden mit Rakitic. Aber du wirst natürlich jetzt auch zufrieden, wenn du sowohl tradable oder untradable einfach mal eine geile Team of the Season Karte aus der Premier League ziehen könntest. Gucken wir jetzt mal, was hier in den letzten Sets drin ist. Mega-Set. Komm schon, ey. Yo. Ach, komm schon, ey. Komm doch um die Ecke.
Wo ist der Walkout? Wo ist der Tots? Lookman als Blauer. Wir wollen ein anderes Blau sehen. Das ist einfach ganz, ganz klar. Wir wollen doch ein anderes Blau sehen. So ein Ding ist das. Was haben wir jetzt noch? Die Premier League Booster Packs anscheinend. Mehr nicht mehr. Was gönnen die? Booster Packs? Wanderer Walkout? Da ist der Tots, Jungs! Da ist der Tots! England wird's! Torwart! Oh, es wird leider nur Henderson. Es wird leider nur Henderson als 88er. Aber aus dem Premier League Booster Pack ist schon mal Henderson als Tots-Karte gezogen. Und den kannst du zum Beispiel, ja, am Donnerstag dann zu der garantierten Team of the Season SBC zur Premier League wunderbar benutzen. Diesen wunderbaren Henderson. Ja, preislich ist er tatsächlich gar nicht so gut dabei. Das wussten wir schon vorher. Aber den kannst du natürlich perfekt benutzen für so eine garantierte Premier League Booster SPC. Ich meine, den willst du sowieso abgeben. Und vor allen Dingen dann, ja, vielleicht ersetzt du ihn dann durch einen Alisson, durch einen Van Dijk oder durch Rashford oder Co. Ja, das ist also wirklich der billigste, den es hier tatsächlich gibt. Und das zweite Booster Pack gönnt leider nicht. Trotzdem haben wir einen gezogen. Und da bin ich schon sehr, sehr froh drüber, muss ich ganz klar sagen. Ich hoffe, du bist auch mega happy damit, dass du jemanden jetzt eingezogen hast. GG kommt dir auf jeden Fall schon mal rein in den Chat. Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, waren das jetzt exakt 40 Packs. Und das ist tatsächlich der Fall. Insofern, ja, fettes Dankeschön an dich auf jeden Fall, The Real Beast. Mal gucken, ob du noch reinschreibst in den Chat. Sieht erstmal jetzt nicht danach aus. Auf jeden Fall, fettes Dankeschön. Ich hoffe, euch bei YouTube hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr eins tun, zwar das Video supporten. Ihr wisst Bescheid. Einen Daumen da lassen, einen Kommentar da lassen. Schon allein für den Algorithmus. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. The Review schreibt zum Ende nochmal rein. Viel SBC-Futter sehe ich unterschiedlich. Aber ich finde aus dem Fall find ich eine gute Ausbeute aus den Packs. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das. Haut rein. Bis zum nächsten Pack-Opening oder zum nächsten SBC-Video. Euer Flo. Von Archie Gaming. Ciao, Leute!